Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich dachte mir, ich vlogge heute wieder ein bisschen mit euch. Wir packen zusammen was aus. Ich will euch was erzählen. Ich habe mir was Schönes gekauft bei Lidl. Ey, ich sage euch, bei Lidl kann man so tolle Klamotten shoppen. Ja, und wie ihr seht, hier stand ja der Weihnachtsbaum, wo ich jetzt stehe. Ist alles wieder weg. Ey, das ist so krass. Ich habe den letzten Vlog, glaube ich, vor Weihnachten gemacht. Und ich habe das Gefühl, es war letzte Woche. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, die Zeit vergeht nicht und sie vergeht wie noch nie. Also es ist ein ganz komisches, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Oder ich habe das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel Stress, weiß nicht, was ich zuerst anfange. Und im nächsten Moment sitze ich und es ist wie Blei und ich denke so, es ist so langweilig, ich erlebe nichts. Also wir machen keine Ausflüge, wir sind immer nur hier. Also ich glaube, das kennt ihr ja gerade alle. Dieses Gefühl, dass man ja doch so gebunden ist, so krass an diesen Wohnort. Ne? Man darf sich nicht bewegen. Das finde ich schon, das ist eine heikle Mischung. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie es euch da so geht. Und ich merke jetzt auch so in meinem Freundeskreis, dass immer mehr Frauen, also gerade Frauen, die berufstätig sind, mit Kindern, die Homeschooling machen, dass die alle an ihre Grenzen kommen. Und aber auch die Frauen, die nicht arbeiten und die Kinder zu Hause haben. Also ich habe echt vor jedem Respekt. Naja, jetzt möchte ich aber ja positiv sein und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen anstoßen. Ich habe auch letzte Woche wieder eine Nachricht bekommen von einer Frau, die hat mir geschrieben, dass sie sich so bei mir bedankt. Sie hat irgendwie was sehr Trauriges erlebt und ihr ging es überhaupt nicht gut. Und bei mir hat sie immer so das Gefühl, auch bei Instagram, dass ich sie so ablenke und dass sie in dem Moment, wo sie bei mir ist, sich einfach leichter fühlt und nicht mehr so traurig. Boah, und das hat mir so gut getan. Und wenn ich das jetzt auch hier schaffe in dem Video und ihr vielleicht so eine kurze Auszeit habt und so ein bisschen runterkommt, und meine Kinder sind übrigens da drüben, ne? Also nicht wundern, dann habe ich irgendwie alles richtig gemacht, ne? Wenn ihr euch hier wohlfühlt. Und ja, was sehr schön ist, ich habe wieder ganz neu, die ist wirklich ganz neu, diese tolle Beauty Love Box, diese grüne, und die packe ich auch dann gleich mal mit euch zusammen aus, weil ich glaube, das interessiert euch vielleicht auch, was da drin. Ich auch, ich bin total neugierig. Ich weiß, die hat wieder einen krassen Wert, da sind 130 Euro drin. Ich gucke da hin, weil sie steht da. Und ja, ich würde denken, wir packen die jetzt vielleicht gleich mal als erstes aus. Ja. Aber hier steht das gute Stück und wir fetzen die jetzt mal zusammen auf. So sieht die aus. Immer, ich finde das so schön, allein diese Haptik von diesem Karton, also ist schon mal ultra toll. Da machen wir mal auf. Ich bin gespannt, was da drin steckt. Es ist ganz, ganz süß verpackt. Aber wir zerstören das jetzt. Oh, wenn ihr wüsstet, wie gut das jetzt hier wieder riecht. Genau, dann kommt dieser kleine, da kommt immer so ein kleiner Flyer, so eine Karte. Und da drinnen ist auch ein QR-Code, da könntet ihr das mit dem Handy scannen oder ihr geht auf die Webseite und dann findet ihr die Beschreibung zu allen Produkten. Was jetzt hier auch noch dabei ist, ist, ach, das ist von dieser Ete Petete. Das ist so eine Box, die kann man sich auch bestellen. Genau, das ist so eine Bio-Box. Da ist jetzt auch noch so ein Flyer dabei, da gibt es jetzt auch einen Rabattcode. Genau, das ist der. So, und jetzt starten wir. Das Erste, was mir hier entgegenfällt, und ich muss sagen, diese Marke finde ich ziemlich gut, weil ich glaube, das sind sogar Niederländer. Ja, und ich liebe ja Holland, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Ich glaube, die kommt aus, ja, die ist in den Niederlanden produziert. Und das ist diese Mood Masky oder Matte Masky. Und die reduziert, ach Gott, das ist eine Maske, eine Augenmaske. Darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr. Das ist mit einem Serum, ist innen drin ein Serum. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ich habe euch vorhin schon gesagt, die Box hat einen Wert von 130 Euro. Ihr bekommt die aber sehr viel günstiger. Die kommt alle 2 Monate und ich schreibe euch jetzt hier einen Code hin. Da spart ihr nochmal ein bisschen und ich verlinke euch auch alles natürlich in der Infobox. Jetzt schauen wir mal weiter, was das hier ist. Wattestäbchen aus Bambus. Die finde ich richtig toll. Guck mal, wie schön die aussehen. Die sind so rosa. Ach, das finde ich cool. Ja, das finde ich mal eine tolle Geschichte. Also sind halt alles grüne Produkte, ne? Das ist ganz wichtig. Dann, oh mein Gott, das feiere ich so sehr. Das ist von Paes oder Paese. Ich würde sagen jetzt Paes. Ein Bambuspuder, Bambupuder. Und das ist so ein weißes, loses Puder. Da habt ihr hier so eine kleine Quaste dabei. Seht ihr das? Und
riecht ganz neutral und ich denke mal, dass das richtig schön mattiert. Also sowas liebe ich. Ich bin ja immer so eine Frau, die gerne mal ölt im Gesicht. Also das mache ich natürlich nicht freiwillig. Ist auch gut, man bekommt nicht so viele Falten, aber ich pudere mich gerne ab. Und das ist eine schöne Größe auch mal für die Handtasche. So, dann gucken wir weiter, was haben wir hier? Das ist eine Lippenpflege ohne Aroma. Das finde ich auch klasse. Also wenn ihr da vielleicht empfindlich seid und ihr wollt lieber was ohne so einen krassen Duft. Das ist von Pure Bee. Das ist jetzt mit Bienenwachs und Propolis. Und ihr wisst ja, wie schön also, oder wie gut Propolis wirkt und ist, ne, auch für die Bienen. Ich schwöre auf diese Produkte, gerade jetzt so im Winter. Da muss man echt drauf achten. Dann, oh toll, wir haben hier eine Ecos, eine Haarmaske. Das ist ja super. Sieht auch ganz schön wertig aus. Ich meine, das ist jetzt auch Plastik, ist jetzt kein Glas, aber es ist richtig schwer. Und mach die mal auf, aber die wird bestimmt zu sein, genau. Da steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, bis September 23 ist es haltbar. Also kann man jetzt auch noch ein Stück aufheben. Aber sowas finde ich richtig, richtig schön. Dann kommt hier was Schönes von Flora Mare, ein All-Over-Scrub-Peeling. Das ist toll und ich weiß auch schon, wer sich darüber freuen wird, nämlich mein Mann. Der liebt solche Peelings, der feiert das. Ja, das bekommt er, das stelle ich dem jetzt direkt ins Bad. Da wird er sich sehr freuen. Ja, ich finde ja diese Peelings auch gut, aber ich habe da eher so andere Produkte. Aber für den Körper ist das natürlich schon schön, wenn ihr Selbstbräuner benutzt, ne, und ihr wollt euch vorher die Haut schön peelen. Ich benutze ja irgendwie keinen Selbstbräuner, aber dafür wäre das geeignet. Und da sind immer noch große Sachen drin. Ah, ich freue mich. Das ist toll. Das ist voll mein Ding. Oh mein Gott, ist das toll. Das ist mein geliebter Pukka-Tee. Und zwar ist das dieser Nighttime, ein Kräutertee mit Haferblütenspitze, Lavendel und Lindenblüte. Und Leute, trinkt diese Tees. Das tut so, so, so gut, wenn ihr ins Bett geht. Und ach ja, ich liebe diese Tees. Pukka Nighttime. Und dann haben wir hier, last but not least, ich gucke nochmal, genau, das letzte, ist eine Cutera Turmeric Cream. Oh, da muss ich jetzt erstmal lesen, da weiß ich überhaupt noch nicht, was das ist. Das ist was Koreanisches, glaube ich. Und die sind ja sehr dabei mit Pflege. Na, habt ihr vielleicht schon mal was davon gehört? Genau, Made in Korea. Und das ist eine Gesichtscreme. Und das Tolle hieran, das ist jetzt mit Lotusblättern. Oh, das klingt mega gut. Und Turmeric, ich weiß nicht, was Turmeric ist oder Turmeric. Das werde ich jetzt gleich mal googeln. Wenn ich es rausfinde, schreibe ich es euch jetzt dahin. Genau, und das ist so eine, ich mache es mal auf, die Packung. Oh, über sowas freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr. Super edle Packung schon. Fühlt sich richtig schön an. Und naja, und die Produkte sind halt alle. Oh, da kann man direkt hier mal aufmachen. Das mache ich jetzt mal. Moment. So sieht das aus. So einen ganz frischen Duft. Und ja, finde ich toll. Probiere ich aus. Diese koreanische Hautpflege ist ja auch immer sehr, sehr, sehr gut. Die wird ja sehr gehypt. Und hier habt ihr halt auch wieder alles vegan. Und natürlich frei von irgendwelchen schlimmen Geschichten. Das ist das Tolle. Also so sag's ich jetzt mal ganz naiv. Moment, ich nehme euch jetzt mal. So, ich habe jetzt mal das Kunstlicht ausgemacht. Das finde ich irgendwie komisch. Bei der Box habt ihr halt immer diese, also ihr, wenn ihr wüsstet, wie gut das schon riecht, wenn ihr die Boxen öffnet, na, das riecht so, na, wie in so einem ganz schönen Bioladen. Wenn ihr jetzt in so ein Kosmetikstudio geht, die nur mit so Bioprodukten arbeiten, das riecht immer so ein bisschen nach Spa und natürlichen Inhaltsstoffen. Ne? Also ich finde das echt tolles Zeug. Guckt euch unbedingt diese Box mal an. Das ist halt wirklich eine nachhaltige Box. Die kommt ja auch nur alle 2 Monate und ihr habt da wirklich sehr wertige Sachen drin. So, ich wollte euch jetzt mal meinen schönen Mantel zeigen. Den habe ich mir, das ist ein Trench und den habe ich mir bei Lidl bestellt. Das ist ja diese Eigenmarke, diese Esmara. Und dieser Mantel, der hat, glaube ich, nur 20 Euro gekostet. Der war super günstig. Oder hat er nur 11 Euro gekostet? Der war reduziert. Guckt da echt mal auf diese Lidl-Seite. Ich finde den, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, so schön. Der ist auch vom Material her, fühlt er sich gut an. Und ich meine, so ein Trench, habe ich von meiner Freundin gelernt, der muss ja immer so ein bisschen knautschig sein. Ne? Der darf jetzt nicht so perfekt sein. Und ich finde, das ist genau der perfekte Stoff.
Und ich finde den echt ganz süß, auch hier so mit diesem, wie das so drüber genäht ist. Dann hat er hier nochmal so kleine Schlaufen. Ihr habt hier die Schlaufen, ihr habt Taschen, die muss ich jetzt noch aufmachen, genau. Aber das ist einfach ein toller Mantel. Ich habe den jetzt in Größe 40 genommen, weil ich glaube, den gab es nicht mehr in 38. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und der passt für mich wie angegossen. Ich kann ihn auch gleich nochmal anziehen. Ja, ich finde den einfach, den wollte ich euch zeigen. Also wenn ihr Lust habt, dann guckt da mal bei Lidl vorbei, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein schönes Teil ist, wenn man so Richtung Frühling denkt und dann geht man so die ersten Tage, wenn wir wieder raus dürfen, ne? Und dann hat man einfach so ein schickes Basic-Teil. Ach so, und den gab es auch noch in Schwarz, ne? Könnt ihr da auch noch mal schauen. So sieht der jetzt angezogen aus. Also ich finde, der ist super schön. Man kann da natürlich jetzt auch vielleicht ein Kleid drunter ziehen und der passt super gut zu Sneaker oder jetzt Loafer-Schuhe, so Slipper. Also es ist einfach ein tolles Basic-Teil und ihr könntet ja auch noch mal schauen, in Schwarz gab es ihn auch noch. Ich finde, das ist immer irgendwie sehr schmeichelnd. Das ist so figurschmeichelnd, weil er ja auf Hüfte geschnitten ist. Und man kann ihn aber halt auch einfach zusammenkraspeln und in den Fahrradkorb schmeißen. Günstiges Teil. Also ich bin mega happy. Deshalb dachte ich mir, ich zeige den einfach euch auch nochmal hier bei YouTube, weil er einfach super schön ist. Guckt mal auf die Lidl-Seite und ja, man findet da einfach schöne Sachen, auch für die Kinder oder auch für die Männer. So, jetzt habe ich es mir erstmal gemütlich gemacht mit meinem Tee. Ach, bevor ich aber jetzt hier gleich Pause mache, gehe ich nochmal mit euch ins Bad und zeige euch jetzt den Lippenstift. Ich habe nämlich so einen für mich tollen Lippenstift, so eine Kombi gefunden und die muss ich euch jetzt zeigen, weil ihr seht die Dinger dann erst später. Das mache ich jetzt mal als erstes. Ich habe die euch jetzt noch nicht gezeigt. Ihr seht die irgendwann demnächst bei mir auch im Video, im Haul. Den habe ich mir bei Budni gekauft, aber den gibt es natürlich in allen möglichen Drogerien. Das ist die Farbe 303 Colorige von L'Oréal und das ist so ein ganz, ganz toller, pinkiger Ton. Ich trage den nämlich auch genauso heute in Kombination mit diesem MAC. Da steht jetzt unten drauf nur AB9, könnt ihr jetzt gar nicht erkennen. Das ist wahrscheinlich so eine Limited Edition, aber der ist so traumschön. Ich werde euch jetzt die Dinge auch verlinken. Und die beiden, die mische ich. Die habe ich nämlich heute auch genauso drauf. Und ich finde, das ist sind so schöne Farben jetzt so für den Frühling. Genau, die wollte ich euch unbedingt noch mal kurz hier im Video auch zeigen, weil das meistens dann gefragt wird, ne, welchen Lippenstift ich drauf habe. Boah, und diese MAC-Lippenstifte, ich finde die einfach so ultra toll. Ach so, und auf dem Nagel, auf den Nägeln habe ich mein Love Diary von Essence. Moment, das ist nämlich der hier. Den hatte ich euch ja schon gezeigt, jetzt ein paar Mal, ne? Das ist ein toller Lack. Den habe ich relativ neu entdeckt und ich liebe den so sehr. Genau, und das sind die beiden. Der sieht schon so, weil ich den halt immer mit dem anderen mische, ne? Aber guck mal, wie hübsch der ist. Der hat ja so ein Muster. Und auch hier, das ist wahrscheinlich so eine Valentinstagsnummer mit den Herzen. Ah, finde ich total schön. Ja, na, was sonst? Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz so gesagt, so dieses Gefühl. Bei mir ist so eine Zeit der Extreme. Also auf der einen Seite bin ich gestresst, auf der anderen Seite fühle ich mich so total gelangweilt von der Situation, ne? Dann habe ich ganz viele Ideen und will ganz viel machen, aber ich kann es dann nicht umsetzen. Und dann auch so mit den Kindern. Das ist halt auch immer so bei dem Thema Homeschooling so ein Auf und Ab. Ja, aber wie gesagt, ich mag es auch nicht, sich so hinzusetzen und dann so zu jammern und so, weil wir haben alle die gleichen Probleme und jeder geht so seinen Weg und schafft es auch. Und ich sehe das ja auch immer als was am Ende Gutes für uns alle, wenn man daraus quasi gekommen ist. Und ich kann euch nur sagen, freut euch oder macht euch so ein Bild von dem, was kommt. Ich habe ja so die Theorie, dass man sich heute erschafft, was demnächst dann kommt, also sich selber. Ist für manche vielleicht too much, für mich ist es wundervoll. Und mir helfen dann so kleine Sachen wie, dass ich mir eben jetzt so einen Mantel, so einen Trenchcoat kaufe. Vor allen Dingen, wenn der dann noch so günstig ist, ne? Das sind so ganz kleine Sachen, wo ich mich dann drauf freue, wenn ich dann da irgendwann auf meinem Fahrrad wieder sitze und ins Büro damit radel. Und das wird kommen. Und das sind alles so Sachen, auf die fokussiere ich mich jetzt. Oder ich versuche auch so das Positive zu sehen in diesem Thema Homeschooling, weil bestimmte Sachen, wo ich auch mein Kind so kennengelernt habe jetzt, ich weiß zum Beispiel, was der richtig gut kann, wo der absolute Pro ist und wo er halt seine Schwächen hat. Das habe ich jetzt alles über ihn so gelernt. Und das hätte ich vielleicht so gar nicht mitbekommen, ne? Und das sind, glaube ich, so die Sachen,
die uns dann am Ende alle da irgendwie auch rauskommen lassen, gut. Und deshalb schaltet ihr hier ja auch ein. Also das muss ich auch nochmal sagen, ich bin da so, so dankbar, auch über die Nachrichten von euch. Und ich sage es auch immer wieder, auch wenn ich euch da nicht immer so gleich antworten kann, ich lese es. Und dann manchmal kommt dann so eine Nachricht, die mich dann so richtig, wo ich dann so richtig denke, wow, da wird mit so viel Liebe geschrieben. Da kommt so viel zurück, wo ich einfach dann so dankbar bin, wenn ihr mir das auch schreibt. Also wenn ich euch irgendwie gut tue. Und mir ist auch so wichtig, dass ich dann doch immer mal wieder hier vlogge. Obwohl das schon so ist, dass wenn ich jetzt hier regelmäßig Vlogs machen würde, dann glaube ich, dann überstrapaziert das auch. Weil, also so geht es mir zumindest. Und ich versuche ja immer das zu machen, was ich halt auch gern schaue. Und wenn ich dann bei anderen immer so die Vlogs sehe jede Woche, da folge ich dann lieber so bei Instagram, weil bei Instagram, da erfährst du irgendwie ja doch noch mehr so aktuell vom Tag, ne? Und hier ist eher so, dass ich euch so einen kleinen Einblick immer geben kann und auch euch so Sachen zeige, natürlich viel intensiver und es ist eine schönere Qualität. Das finde ich ja eh, das ist auch bei YouTube ja so schön, dass das irgendwie wertiger ist als bei Instagram. Instagram ist eher so ein bisschen wie Fastfood. Finde ich, aber macht trotzdem total Spaß und man lernt so viele Leute kennen und es ist so ein schönes Medium. Also ich mag Instagram wirklich gerne, das gehört so voll zu mir jetzt irgendwie, aber YouTube ist eine andere Nummer. YouTube ist viel mehr Arbeit, YouTube ist irgendwie gehaltvoller, ja. Und deshalb werde ich auch, so lange es geht, irgendwie beides natürlich machen. Ja, und ich, wie gesagt, ich gucke, was kommt. Wir sind mega dabei, unser Grundstück jetzt zu gestalten. Also das Grundstück selber ist ja jetzt gerade im Winterschlaf, da passiert also nicht so viel, aber halt in dem Haus. Und das, da werde ich euch, Leute, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich euch die Vorherbilder dann zeige, wie krass das da jetzt aussieht. Oh Gott, wir waren da jetzt mal Abend und haben gedacht, also ich bin da rein und die Kinder auch so, die gucken so und die Kleine so. Also man erinnert sich halt so, wir haben da ja die ganzen Wochen verbracht im Sommer. Das ist einfach so schön da und es wird auch wieder schön. Und ich werde da bestimmt so ein Vorher-Nachher-Ding machen für euch. Auch für uns ist das einfach so eine schöne Erinnerung. Aber das kostet Überwindung, so diese Vorher-Bilder zu zeigen. Worüber ich mich auch so gefreut habe, das war natürlich die Resonanz zu meinem letzten Redevideo, wo ich so gequatscht habe mit euch. Und da habt ihr mir so tolle Sachen geschrieben. An Videowünschen, an Themen, worüber ich hier reden kann. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Und ich werde da auch einiges in Angriff nehmen. Also zum Beispiel so eine Art Video vielleicht so zum Thema Ängste. Das finde ich schon echt eine wichtige Geschichte. Und das werde ich auch mal irgendwie angehen. Ich muss mir da nur was überlegen, wie ich das aufbaue, weil ich möchte in dem Video ja jemandem helfen, der vielleicht da reinschaltet, weil er unter Ängsten leidet und niemanden triggern. Also es bringt nichts, wenn ich mich da hinsetze und euch da irgendwas erzähle. Also es muss irgendwie einen Sinn machen und da bin ich noch dran. Und wenn ich das irgendwie für mich so gelöst habe, dann werde ich das Video wahrscheinlich auch drehen. Und bis dahin gibt es eine Menge an anderen tollen Videos, natürlich. Aber ich bin auch an diesen Redevideos dran, ne? Und auch solche Wünsche. Oh, was hattet ihr geschrieben? Eine schrieb mir, ich sollte so ein bisschen meine Lieblingsplätze in Berlin zeigen. So Cafés, Restaurants. Oh, da habe ich gedacht, das ist so was Schönes. Na klar mache ich das, wenn es dann mal wieder auf hat. Und im besten Fall ist dann auch Frühling. Und vielleicht baue ich das dann auch so in die Vlogs hier rein. Mal gucken. Ja, ansonsten versuche ich die Tage. Jetzt habe ich bei Instagram schon mal erzählt, ich versuche den Druck überall rauszunehmen. Also die Anforderungen runterzuschrauben. Also erstmal von mir selber, dann natürlich von meiner Familie. Also ich versuche den Druck rauszunehmen. Ich habe angefangen Sport zu machen, aber jetzt nicht hier so, dass ich da jetzt euch da was zeigen müsste, sondern ich mache auch keinen Hula-Hoop mehr, weil ich Hula-Hoop, oh Gott, ich weiß nicht, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich weiß, wie viele begeistert von Hula Hoop sind. Und ich habe mir nur überlegt, weil mein Hula Hoop Reifen, der ist relativ schwer. Und ich habe festgestellt, wenn ich Hula Hoop mache, dann komme ich nicht so doll ins Schwitzen. Ich stehe dann da und das Ding, das haut halt ständig an meine Hüfte. Und ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt viele Monate oder Wochen mache und ich haue mir dann immer den Reifen gegen die Hüfte. Ich weiß nicht, ob das für die Knochen jetzt so gut ist, also für so eine Hüfte. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich ein mega Hype und das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe nur festgestellt, wenn ich tatsächlich so ein Dance-Workout mache mit lauter Musik und bei YouTube Pamela Reif oder Pamela Reif ist ja eine Deutsche,
Die macht das so toll. Leute, ich dampfe, ich keuche, ich schwitze wie ein Schwein und mir tut alles weh. Das erreiche ich niemals mit einem Hula Hoop in der Zeit, wenn ich Pamela Rife mache. So, vielleicht, ja, aber jeder, ich meine, lieber Hula Hoop als gar nichts, ne, würde ich jetzt auch sagen. Aber ich bin da nicht mehr ganz so, bin ich auch ehrlich, ich bin immer ehrlich zu euch. Und ich habe auch erst gedacht, wow, ich war voll begeistert von dem Hula Hoop. Ich hatte den ja schon letztes Jahr irgendwann im Sommer, glaube ich. Vor einem Jahr hatte ich das Ding schon. Und dann habe ich da so angefangen und dann habe ich immer so gemerkt, erstmal wird der Bauch ja blau, wenn er es richtig intensiv macht. Das war bei mir auch und das dachte ich, okay, ist gut. Dann war das wieder weg und ich konnte einfach weitermachen. Und dann habe ich nur so gedacht, es ist halt so eine Langzeitbelastung für die Hüftgelenke. Glaube ich, ist dann nicht so gut. Aber wie gesagt, das muss man hat ja so ein Bauchgefühl, das würde ich euch eh immer mit allem empfehlen. Auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit allen Sachen, die ihr konsumiert. Ich schleudere hier die Kamera. Mit allen Sachen, die ihr konsumiert. Ne? Sei es jetzt, was ihr trinkt, was ihr esst. Alles, was man exzessiv also zu dolle macht, kann immer schwierig sein. Ich würde da immer irgendwie gut meinen Menschenverstand einschalten. Das ist so meins, aber nochmal so zum Thema Druck ablassen. Das hilft mir halt auch, wenn ich mich dann bewege. Dann habe ich mich da so ausgepowert und dann habe ich schon mal sehr viel Energiepotenzial abgegeben. Kinder können das übrigens auch ganz gut mitmachen. Ihr könnt dann auch mal die Kinder fragen, wenn ihr jetzt kleinere habt, ob die dann Lust haben mitzumachen. Das tut allen gut, das macht Spaß und man reagiert sich ab, genau. Also das würde ich euch so empfehlen, wenn ihr jetzt so in einer Situation seid, es wird euch alles so viel, ihr denkt, alles ist blöd, ich will nicht mehr, dann, es gibt immer eine Lösung. Und was natürlich dramatisch ist, ich rede jetzt nicht von existenziellen Geschichten, ich habe auch im Freundeskreis Fälle, wo es nicht mehr lustig ist, wo das wirklich dramatisch ist, wenn das jetzt so Kleinunternehmer sind, da möchte ich jetzt hier gar nicht drüber reden, das ist auch überhaupt nicht mein Thema, aber wenn ihr so bei euch anfangt, jeder für sich allein hat ja sein Paket zu tragen und da kann man schon immer was schaffen, ne? Da kann man immer was schaffen und an alle anderen, ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft alle schaffen werden, dass es Unterstützungen gibt und es gibt ja auch sehr viel Gutes. Man darf, also ich finde, ich versuche ja immer überall das Gute zu sehen und das mache ich auch jetzt. Es hat auch alles was Gutes, zum Beispiel für die Umwelt ist es gerade eigentlich sehr, sehr gut und die ganzen Flugzeuge, ich weiß, wie schrecklich das ist, dass die nicht mehr fliegen. Aber auf der anderen Seite, diese ganzen Spaßreisen, wie viele Leute da irgendwie mehrmals im Jahr so Fernreisen machen müssen. Ja, es ist was sehr Schönes. Es erweitert unser Bewusstsein, wenn man reist. Ich bin voll dafür. Leute, ich liebe fremde Kulturen. Ich habe auch eine Sehnsucht, aber die muss man dann nicht 4-5 Mal im Jahr befriedigen. Das kann man auch einmal im Jahr machen oder alle 2 Jahre. Und da kann man schon so ein bisschen sensibler umgehen mit dem Thema Umwelt oder diese Schiffsreisen, ne, wenn man da auf so einen Stinkdampfer sich setzt. Das sind so Sachen, was es halt jetzt gerade alles nicht gibt, wo sich die Natur irgendwie erholt und wo man so ein bisschen anfängt, was so vielleicht was Gutes ist bei diesem ganzen Thema Corona, dass die Menschen immer so mit sich beschäftigen. Und ja, ich will euch aber jetzt hier auch gar nicht so einen Monolog halten. Ich finde es immer voll schwer, weil es kommt jetzt ja quasi keine Antwort. Wenn ich jetzt mit euch so direkt face-to-face reden könnte, dann wäre das natürlich noch viel schöner, weil ich dann von euch eine Reaktion hätte und eure Meinung. Das ist ja immer ganz wichtig. Aber ihr könnt die natürlich in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich auch sehr, wenn ihr das macht. Und ich glaube, ich trinke jetzt erstmal meinen Tee zu Ende. Und dann geht es hier erstmal weiter. Wir haben noch ein bisschen Programm jetzt. Und ja, ich melde mich dann gleich nochmal. Jetzt stehen wir hier in der Höhle, hier neben, seht ihr das, diese riesen Tüte, das sind alles Sachen vom Land.
alles, die ganzen Betten, die habe ich alle durchgewaschen und die lagere ich jetzt erstmal natürlich hier. Und wenn dann alles schön fertig ist, oh, ich freue mich so, wenn ich da alles wieder einräumen kann. Genau, wisst ihr was, ich beende jetzt mein Video. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich freue mich, wenn ihr mir mal so schreibt, wie es euch geht. Seid ihr positiv? Seid ihr eher total down? Freut ihr euch auf den Frühling? Was sind so eure kleinen Rettungsinseln? Also was mir so hilft, zum Beispiel auch hier, ich sprühe so gerne Düfte. Also mein Lavendelduft von Farfalla oder dieses Zirbenholz, dieses, ich glaube, Primavera ist das. Das habe ich mir erst wieder gekauft jetzt, genau. Ich habe aber auch überlegt, es gibt ja so Systeme, vielleicht könnt ihr mir da mal was empfehlen, wo man so dieses Zirbenholz, wo man diesen Duft hat, aber was die Luft nicht befeuchtet. Ich möchte die Luft nicht befeuchten, aber ich möchte diesen Duft, so diesen ätherischen Duft von dem Holz. Also falls ihr da eine Idee habt, dann schreibt mir das mal gerne. Ansonsten suche ich da mal weiter, was ich da finde. Und ja, also ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mir bei Instagram folgt, wenn ihr mich kostenfrei abonniert. Ich habe jetzt gerade überlegt, was fehlt. Ja, kostenfrei abonnieren. Und ja, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe, 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 Liebe und freue mich bis zum nächsten Mal.